Moin und wieder einmal herzlich willkommen bei Banished. Hier im ja, mittlerweile der ordentlich gewachsenen Wolf Fourth West. Für euch ist es ja einfach die Folge am nächsten Tag. Für mich liegen da jetzt 11 oder 12 Tage dazwischen, zwischen der letzten Folge und dieser. Da ich ja mal eine Woche in der Heimat war und dann natürlich ohne PC schlecht aufnehmen kann, ne? Deshalb entschuldige ich, wenn ich mir eben kurz nochmal einen Überblick mir verschaffe. Mit der Nahrung müssen wir aufpassen. Das könnte bald nach hinten losgehen. So, die hatte ich schon verschoben. Für weitere Häuser. Ja, jetzt erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich. Als nächstes sollten entweder die weichen. Wobei. Ja. Man könnte warten, ne? In der Berechnung sind ja dieses Feld und dieses noch gar nicht drin, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind ja neu. Wissen das. Die Plantage hier, die Birnenplantage. Ja, gilt eigentlich erstmal einfach zu sehen, wenn nichts Neues gebaut werden soll. Und das dürfte, glaube ich, erstmal der Fall sein. Wir haben ja alle Gebäude. Wurde ja in einer der letzten Folgen, weiß gar nicht mehr genau wann, letzte oder vorletzte, meine ich, das Achievement erreicht. Alle möglichen Gebäude einmal gebaut haben. Und auch das mit der Nahrung wird sich noch hoffentlich richten, ein bisschen. 5 Jahre sind kein Problem zurück. Opa, ja. Hallo, da. 2 Jahre, ne? Klar, wir haben ja auch einiges verkauft. Das hier sind im Moment effektiv nur 1400 Unterschied. Das wird. Ja, wunderbar. Entschuldigung, im kurz räuspern. Das einzige, was man vielleicht machen könnte, wäre noch mehr Häuser aus Stein zu bauen. So dass man vielleicht sagt, dass der hier ist ja der eigentliche Kern. Ne, hier ist ja der Bereich, wo wir angefangen haben. Eigentlich ja mit diesen Häusern hier, ne, mit irgendwie. Mit irgendwelchen von diesen 11 Häusern haben wir angefangen. Dass man die hier praktisch aus Stein baut oder auf Stein aufwertet. Und dann alles, was dann so neu drumherum kommt, dann Holzhäuser bleiben erstmal. Na, was kostet das? Kostet sowieso 40 Steine, wir haben eh keinen. Frage, wofür ist der Stein gerade draufgegangen?
waren doch gerade noch mehr als 8 Steine. Baue ich irgendetwas? Nee, wir brauchen keine Bauarbeiter. Ist bestimmt die Steinlaus. Jetzt mal ernsthaft, mysteriöse Steine verschwinden in Wolfforth West. Die Leute schauen besorgt auf ihre Stockpiles. Ah! Ne, 0. 0 von 0. Hä? So. Wir haben 5. Wir haben 57 gebraucht, leider ist nicht produziert. Ja, aber... ich baue Straßen, ne? Yo, ich baue Steinstraßen. Das ist es. Das muss es sein. Irgendwelche Steinstraßen waren noch nicht fertig. Irgendwo hier hörte man gerade noch eine Spitzhacke. Ach gut, haben wir doch das mysteriöse Steine verschwinden schon aufgeklärt. Wunderbar. Ist auch schon wieder voll. Ach Leute, fühlt doch nicht alles Storage Barns. Ach ja, wenn man das so sieht, ne? Kürbisse, Kürbisse, Kürbisse. Freue mich schon wieder auf Kürbiskernsuppe oder auf Kürbissuppe. Was wuchs hier? Ach ja, klar, Kartoffeln, man sieht's. Das Cabbage. Wunderbar, ja. Spätestens jetzt sollte ja wohl das Produzierte das überstreiten. Oder auch eher nicht. Naja, macht ja nichts. So. Ich will jetzt mal wieder irgendwas bauen. Wenn man so eine Folge so gar nichts macht und nur zeigt, ist das irgendwie... Ja, weiß ich nicht, finde ich das nicht so schön, ne? Sache ist nur, was soll ich bauen? Naja, bauen wir einfach hier die Häuser aus. Wobei, dafür brauchen wir wirklich massig Stein. Da reicht das hier, was dieser abgegrabbelt, gar nicht aus. Noch nicht viel zu lange für. Ich würde sagen, alles, was hier so an Steinen rumliegt, man kennt es ja aus Ark, einfach vorbeigehen, am Strand E drücken und man hat hinterher zig Steine im Inventar. Ungefähr so wünschte ich mir das hier auch, aber nein, die müssen ja erst die Steine klein schlagen. Immerhin 40 Stein, Eisen und Holz, im Moment kein Problem. Wir könnten locker 10 Häuser aufwerten, wenn es nur ums Holz und nur ums Eisen ginge. Aber Stein ist leider gerade knapp. Aber ich glaube, jetzt ist der Weg, den ich so vorgesehen hatte, auch erst einmal fertig. Scheint so.
Man sieht auch schon gleich, wie der Stein, der Steinlager sich füllt. 12 sind bereits wieder hier. Der Hirsch mittendrin. Wer ich? Ja, genau, du. Hier. Ja. Ah, ein Händler. Was haben Sie mit? Ja. Machen wir es so. 100 Fleisch für 300 jemand anderes zu essen. Ich gucke ein bisschen besorgt hier drauf, ob wir das wirklich zu zweit schaffen. Oder ob man praktisch das lieber so macht. Ich glaube, dass wir das zu dritt ja doch besser schaffen als zu zweit. Vor allem was die Kartoffeln angeht. Ich meine, wir haben schon Herbst. Es wird gleich kalt. Kürbisse könnten fertig werden in der Zeit. Aber die Kartoffeln absolut überhaupt nicht. Dann auch nicht mal ein, ja, vielleicht mal gerade ein Drittel, oder? Was hier abgeändert ist. Ne, noch nicht mal. Also von daher, Leute. Ah, und wir benutzen mehr als wir brauchen. Also müssen neue Felder her. Habt ihr weniger produziert? Ja, ein bisschen aber. Geht eigentlich. Wenn man ehrlich ist. Die unten sind eh viel produktiver. Die in diesem Bereich sind viel produktiver als die hier oben. Naja. Ich überlege mal, ob man den Jäger schon mal umsetzt. Wo ist er denn? Ja, sehe ich auch total viel gerade mit dem Schneesturm. Fällt einfach mal so nach hier. Oder so, dass man ein bisschen Wasser mit dabei hat. Wo die auch schon mal ganz gerne sind. Oder einfach gerade zurück. Mal ein Stückchen nach unten, machen wir es mal so. Dafür reichen auch die Steine aus. Und dann kann nach hier... Dann könnte zum einen dieses Cabbage-Feld größer. Nicht wahr? Moment, wo ist es? Da. So. 15 mal 8 Dinge. Muss jetzt auch erst noch gebaut werden. Machen wir es mal eben so, dann können die da schon mal hinterher anfangen. Oh, und es wurden ganz viele gerade erwachsen. Ich gucke gerade gar nicht mehr hier unten auf den, auf dieses Event-Log. Aber eigentlich sieht man es ja auch hier oben schon.
Müssten auch bald schon wieder neue Häuser her, ne? Aha. Ja, durchaus. Aber erstmal wird das jetzt hier gemacht. Hier hinten der Jäger. Hier nochmal mehr Felder. Der Herbalist kann eigentlich erst einmal jetzt da bleiben. Einzige nimmt man vielleicht dann hier unten im nächsten Jahr noch ein Feld weg. Also wenn hier ein Feld hinkommt, nehmen wir ihm einen Teil seines Radiuses weg. Aber ansonsten eigentlich kein Problem. Herbs. Ja, wir produzieren doch mehr als wir brauchen. Nein, andersrum, wir brauchen mehr als wir produzieren. Wäre vielleicht auch mal ein zweiter irgendwo angebracht. Weil wir haben ja auch nur mal nur einen. Nummer nur, kennt ihr? Wir haben ja Nummer nur einen. Nummer numarum. Ja, natürlich da hinten kommt natürlich keiner hin zum Arbeiten, ne? Sondern nach dahin theoretisch extra ein Haus bauen, weil das wäre schon. Also eigentlich schon ein recht weiter Weg, wenn man sich das mal anguckt. Von den Häusern bis nach dort, aber wir bauen trotzdem. So, das Cropfield ist schon fertig. Hier war Cabbage. Da soll Cabbage sein. Hier kommt es ja wahnsinnig gut voran. Und 11 Pumpkins mit Sicherheit nicht. Ja, im nächsten Jahr mal beobachten. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das Feld rechtzeitig abgeerntet wurde. Müssen wir also echt die hohe Anzahl an Landwirten, an Farmern behalten. Ja. Also auf jeden Fall, das mache ich aber nicht mehr in dieser Folge, wird auch noch diese Häuserreihe hier fertiggestellt. Könnte man, glaube ich, durchaus machen. Ein paar Familien müssten wieder drin sein. Und dann natürlich massig an Feldern anlegen. Man könnte natürlich auch einfach noch mal irgendwo einen Fischerchen bauen oder noch einen Jäger zusätzlich. Aber ich möchte dann den Rest ganz gerne mit Feldern abdecken. Einfach noch mal ein 15 mal 12, was ist mal 12, ja, ne? Noch mal ein 15 mal 12 Feld. Da ist noch gar nichts gemacht. Hier müsste man allerdings auch irgendwann mal fertig sein mit Bäume. Na, Moment, mir fällt ein, ich mache nicht diese Häuserreihe zu Ende. Ich baue ein Haus nach dir. Für den Herbalist. Oder für die Herbaliste. Oder auch zwei Häuser. So, also nach dir. Natürlich außerhalb des Bereichs. Und vielleicht zwei Häuser nach hier an die Straße,
für die Leute, die dann hinten arbeiten. Zumindest teilweise. Dann haben die nicht alle so einen langen Weg. Dann haben wir noch ein schönes Ziel für die nächste Folge. Würde ich mal sagen. Ja. Das geht schnell, nicht? Hier sind ruckzuck 12 Bäume gefällt. Hier hinten fehlt noch ein einziger. Mach du erstmal das da zu Ende. Naja. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ne? Bis zur nächsten Folge. Die Folge ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Euer Neuron.